Zwerg hat einen guten Preis, wäre der Ritter bei uns damit angekommen, hätte er Feuerbälle, Gift und ein paar mit dem Hexenbaren gekriegt, Besen gekriegt. Dann pennt er auf einem Sack voll Gold. Gut, wir haben einen Dukat. Hier ist das Geld für die Ausrüstung. Wunderbar. Hier hast du den Krempel. Und wir Die sind halt Battle Qualität Armor, ist die. ausgezeichnet. Ein guter Kauf. Das will ich hoffen, Zwerg. Ich will dir noch einen Rat geben. Wenn ihr in die Blutzinnen aufbrecht, dann schleppt nicht zu viel mit euch rum. In den Bergen spürt man schnell jede Unze auf den Knochen. Ja, das weiß ich. Okay, wir haben Ausrüstung. Wir haben ein Seil, wir haben Feuerstein und Stahl, wir haben Wasserschlauch und ein Decker. Okay. Können wir jetzt Hör aufbrechen? mal, lass uns später weiterreden. Okay, nochmal mit ihm Herr reden. Ritter Zornbold, was ist los, Junge? Rondra mit euch und mit dir. Okay, wohl nicht. Hier kommen wir auch nicht weiter. Mit dem Rahmen noch mal reden. Rabe? Ich schaue mich mal weiter um. Tja, also. Wann gehen wir weiter? Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo dieser rote See liegt. Tja, also. Oh, eine Fiole. Einmal klauen, bitte. Hey, lass die Pfoten von meinem Jenbacher Bart blau. Glaubst du, mein Bart pflegt sich allein von Luft und Dunkelheit? Lass dem Gecken bloß das Zeug, Junge. Das ist sein Ein und Alles. Was Okay. willst du? Fahren wir den Zwerg. Wo ist der Forscher nun? Hast du mir was Ordentliches anzubieten? Dann weiß ich auch nicht. Du Ich lasse willst dich wieder in nichts. Frieden. Können wir dem irgendwas Ordentliches anbieten? Die Ausrüstung, die er uns selbst gegeben hat? Nee, irgendwie offensichtlich gerade nicht. Können wir ihn ein bisschen ärgern und die Fiole? Was? Nein. Bei Angrosch und allem Bartgetier, mein schönes Jenbacher Bartblau, wer ist das gewesen? Vielleicht hat dich Angrosch selbst für deine Eitelkeit bestraft, Herr Zwerg. Was wird mein Bart nur dazu sagen? Tja, zum Glück kann ich da aushelfen. Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Das ist ja durchsichtig. Ein schwarzer Bart braucht blauen Glanz. Und den verleiht ihm bereits mein Yen. Tja, gut, dass du keine Alternative hast. Okay, ja, die Blumen dort. Wir können wir Wie gebrauchen, soll ich aber. daran? Ja, wie soll ich da ankommen? Vielleicht mit dem Zu Seil? auffällig. Feuerstein und Stahl. Keine Zeit. Wasserschlauchdecke. Mein Kopf. Tja, wie kommen wir da oben ran? Die Blumen wären interessant. Die könnten wir halt mit reinmixen hier und dann hätten wir gutes Zeug für den. Wie kommen wir denn daran? Und Glasscherben. Riecht nach Wacholder. Vielleicht können wir die Glasscherben. Zwar kein Bartfärbemittel, aber das Etikett ist ähnlich. Ah, okay. Aber das will er nicht. Dieses Bartmittel kann ich dir anbieten. Dein Schwarz und den. Was willst du? Wo ist der? Hast du mir was? Dann weiß ich. Ich lasse dich wieder Tja. in. Tja. Und gut, aber da kommen wir nicht ran. Warum ist immer. Wir müssen immer das unerreichbar. Herr Ritter Zorn, was ist los? Rondra mit und mit die.
Tja, also. Hast du eine Idee, Nori? Hör mal. Lass uns später. Hat's nicht. Hat der Rabe eine Idee? Rabe? Ah. Siehst du den Balkonkasten dort oben? Der kann uns vielleicht helfen. Ich sehe ihn. Darin befinden sich Einbären. Kannst du hinfliegen und mir einige bringen? Benötigst du Heilung? Bist du verletzt? Ja, natürlich. Ach, nur eine kleine Wunde. Mit ein paar Einbären wäre alles wieder gut. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Ich will Nori nicht unnötig in Sorge bringen. Also gut. Sehr schön. Du holst die Beeren runter. Oh, hoppala. So Einbeeren kombinieren mit Vielleicht Sinnflasche. Kann ich mein eigenes blaues Bartmittelchen herstellen. Sag ich doch. Muss nur die Beeren irgendwie ausquetschen. Jetzt haben wir jetzt zum Glück ein Messer. Können wir das nicht so machen? Kein schlechter Stößel. Fehlt noch ein Mörser. Tja. Nicht sehr schlau. Hier ein Mörser. Aber wenigstens. Ja, bitte. Ich muss nur die. Der Einbeeren im Deckel. Jetzt muss ich. Und jetzt mit dem Messer. Vielleicht kann ich mein eigenes blaues Bad. Matsch, matsch. Decke mit Einbeerensaft. Und jetzt ab in Zinnflasche damit. Gutes Gareta Bartblau. Okay, und der alte Junkie braucht halt seine Einbeeren. Nö, wir machen da den Saft draus. Für den Kram. Kannst du dieses garetische Barthaarmittel gebrauchen? Für ein paar Informationen gehört es dir. Zeig der mal trinkt her. Das bestimmt auch. Bis ich wieder an Ordentliches komme, muss das wohl reichen. Also, was willst du nun wissen? Ja, für den Forscher. Wohin genau ist der Forscher gegangen? Er bei einem roten See. Er konnte es gar nicht erwarten, dahin zu kommen. Blättert. Sein Kobold hatte mir den ganzen Laden durcheinander gebracht. Wann ist der Feenforscher hier durchgekommen? Vor etwa einem Monat muss das gewesen sein. Wollte den Winter in den Blutzinnen verbringen. Ich habe ihn für verrückt erklärt. Sein Kobold hatte nur dreckig gekichert. Gut, dass Zwerge nicht süchtig werden können. Da erzähle ich dir was beim nächsten Pen and Paper, was wir am Freitag spielen. Da erzähle ich dir was. Wie kommen wir zu dieser Höhle? Erst nach Norden, durch den Schleiereulenwald. Oder besser an der Blutdornsenke vorbei. Ach was, ich zeig's dir auf der Karte. Was macht ein Kobold bei einem Feenforscher? Woher soll ich das wissen? Es war ein ganz unseliger, bösartiger, hemmungsloser, kleiner Kobold. Hässlich und gehässig. Mein Laden stinkt immer noch nach seinem vorlauten Mundwerk. Dann vielen Dank, Herr Zwerg. Was willst du? Okay, wir haben schon alles. Können wir jetzt aufbrechen? Hör mal. Lass uns später weiterreden. Komm, Nori. Wir gehen weiter. Komm weiter, Rabe. Ja, Runenschrift heißt Orkenspalter. Die Blutzinnen. Aha. Das unwegsamste aller Gebirge. Was bei allen 12 Göttern hatte den Feenforscher ausgerechnet hierhin verschlagen? Keine Gefahr gab es, die hier nicht lauerte. Musik.
In was für ein Land hat der Anuri geführt? Tja. Draveshs Klauen nannten die Orks das Gebirge. Und von allen Schwarzpelzen waren hier die schrecklichsten zu Hause. Ihre Gefangenen verschleppen sie in die Höhlen von Orakar und hetzen sie dort zu Tode. So erzählte man sich von den blutrünstigen Zolochai. Und der Weg führte geradewegs durch ihr Lager. Oha. Nui, komm hier in den Schatten. Hier sehen sie uns nicht. Das ist ein ganzes Orklager. Wenn sie uns finden, sind wir tot. Rabe! Los, berichte. Und krähe etwas leiser. Der Rote See ist hinter dem Bergkamm. Aber die Orks sitzen überall. Sie sind hier, um ein Ritual auszuführen. Es dauert Tage, bis sie es beenden und verschwinden. Also kein Roter See? Unsinn. Wir sind nicht tagelang durch die Blutzinnen geklettert, um jetzt umzukehren. Du willst die Fee retten und riskierst ihren Tod. Ich dachte, Nuri könnte dir vertrauen. Aber du handelst genau, wie Gwindling es wollte. Ich... Hab keine Angst, Rabe. Geron weiß schon, was er tut. Stimmt's nicht, Geron? Natürlich. Ich bringe dich heil zum Feenforscher. Das kann alles nicht wahr sein. Die Orks werden uns zerfleischen. Du solltest dich besser beeilen. Ushai Orkas, Drosha, Knach, Tairach, Groch, Roy, Kaku, Skor, Isra, Taika, Karek, Tairach, Harku, Groch, Silkoi, Morg, Ke, Inroch, Groch, Tairach, Gnarul, Groch, Tairach, Verstehe ich alles. Arroy, Knach, Tokar, Mush, Hakur, Terwas, Borok, Janok, Brei, Saksharas, Brakarai, Koka, Rakoira. Orkash? Wir müssen auf jeden Schritt achten. Oder wir sind die Nächsten, die dort brutzeln. Auf jeden Fall. Ist das ein Menschenschädel? Na wundervoll. Na dann, seien wir mal vorsichtig. Ein Oak-Pony. Das Pony zittert unter seiner verfetzten Mähne. Dann sollte man ihm mal zur Aufmunterung in Schädel geben. Geht nicht. Aha, okay. Eine warme Decke. Ach was. Ein Futterbeutel? Ich befreie dich mal davon. Okay. Hier. Geht nicht. Ah, okay. Ich komme nicht ran. Außerdem würden mich die Orks entdecken. Den Schlank vielleicht. Oha. Ugranomoch, Tairach Takai. Ugranomoch, Tarakwasch, Kutzmoch Turk, Mokroch. Ochmorknoch, Kakai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Takai, Karka. Kann man nicht draus machen. Kakai, Takai, Kakai. Was? Ihr Hark, Takai, Takai, Karka, Takai, Takai, Karka, Takai, Takai, Karka. Ach, Obrak.
Ein Wachhund. Den sollten wir ansprechen. Wecke niemals einen schlafenden Hund. Erst recht nicht so einen. Halt rum da. Ich könnte versuchen, ihn von hinten zu erschlagen. Aber das würde der Schamane sofort mitbekommen. Wär's mit Erstechen? Ein schneller Stich in den Rücken. Was denke ich da? Das ist doch Wahnsinn. Ihn mit dem Schädel erschlagen? Geht nicht. Ah ja. Sein Trommeln kaputt machen. Bricht nicht in zwei. Er tanzt zum Rhythmus der Trommel. Vielleicht nimmt er so mit seinem Gott Kontakt auf. Aha. Hoffentlich wird er niemals Fleisch und Blut. Wir werden ja sehen. Ha. Von hier komme ich nicht an das Wasser. Vielleicht. Nein. Und Schädel unterhalten. Den Futterbeutel. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Das Auge? Der Orkgötze schweigt, aber offenbar wartet dieser Schamane auf ein Zeichen von ihm. Das kann man doch bewerkstelligen, oder? Das verbrenne ich nicht. Tja. Ach nein. Ich muss das... Wie kommt man da jetzt hin? Jetzt weiß ich. Ich schwinge mich mit meinem uralten Zwergenseil an dem dürren Baumstamm über die Todesschlucht. Ja, warum nicht? Das klingt doch nach einem super Plan. Nichts dämonisch, da wird zu wenig getanzt, das ist vermutlich was Religiöses. Aha. Mode weiß Bescheid. Ich kombiniere nochmal das Seil mit dem. Futterbeutel. Ich muss dringend mal wieder. Von hier kann ich den. Okay, den Baum können wir nicht erreichen. Bei aber gut. Verpesten, sonst war es das nämlich mit hoch hinauf. Dann kommen wir auch nicht lang. Den Schild runterwerfen. Was werfe ich da? Zum Runterklettern ist mein Seil. Ja. Ich muss dringend mal wieder. Unsinn. Da unten ist alles ruhig. Von diesem entsetzlichen Getrommel einmal abgesehen. Mhm. Okay. So, was machen wir jetzt hier? Nicht viel, wie es ausschaut. Das geht so nicht. Ich komme von dieser... Da ist kein Rankommen. Okay, ein Holzbrett. Das könnten wir drüben gebrauchen. Das hätte ich gleich mitnehmen können. Solange die Orks da hocken, bleibe ich besser hier unten. Okay, wir müssen die Orks also verscheuchen. Solange die Orks... Ja, kommen wir später wahrscheinlich nochmal hin. Vielleicht können wir mal das Brett knabbern. Holzbrett hier mit dem Abgrund und einmal drüber latschen. Rüberspringen, Modi. Rüberspringen mit dem Seil. Irgendwas mit ziehen war's.
Der Orggötze-Schlapper. Da hilft kein Funk. Vielleicht kann man den Schädel. Hatte schon besser. Und jetzt doch rüberspringen. Vielleicht lässt sich der Ich bräuchte eine Art Wurfhaken. Okay, Wurfhaken. Warum sollte ich? Das verbrenne ich nicht. Das Seil mit Vielleicht. Dem. Das Seil mit dem Schädel. Besser nicht. Das Seil mit dem Messer. Vielleicht war es ein Fehler, das. Es war auf jeden Fall ein Fehler, das zu schneiden. Natürlich nicht. Wozu denn? Okay, wir haben jetzt zerschnittenes Seil. Ist mein ja, jetzt ist es ja noch kürzer. Ich weiß nicht. Nicht so. Tja. Sag mal, zerschnittenes Seil. So wird das niemals was. Nein, was? Wozu noch mehr Schaden? Keine Zeit für Ecken. So leicht zerbricht das. Geht nicht, Kap. Okay. Bäh, alles voller Asseln. Das Maul muss dringend ausgewaschen werden. Aha, da sagst du was. Vielleicht können wir. Hm? Nein. Können wir nicht. Hm? Aus der Nähe ist der. Tja. Wir brauchen ein Gefäß. Oh, hier haben wir eine Pfütze. Dieses stetige Getümmel. Aber das kenne ich ja aus meinem Zimmer in Andergast. Natürlich nicht. Okay, warum nicht? Frisches Berg. Aha, okay. Jetzt haben wir Wasser im Schlauch. Können wir da jetzt was mit bewirken? Viel sauberer ist das Maul jetzt auch nicht. Aha. Dann ist es nass und. Frisches Berg. Hoffentlich. Ich sollte das was. Alle das Maul muss dringend ausgewaschen. Ja, aber. Das bleibt besser trocken. Viel sauberer ist das Maul. Es hilft jetzt aber nicht wirklich. Aber. Können wir vielleicht irgendwie. Zu ein Feuer. Ein Feuer könnte doch helfen. Zu ein. Könnte ein Zeichen sein. Da unten ist alles hoch von diesem entsetzlichen. Tja, also. Der Baum ist zu weit oben. Ohne Hilfsmittel komme ich nicht. Eiskalt. Einen verrotteten Baum kommen wir nicht ran. Ich will mich nicht. So nicht. Unsinn. Zum Runterklettern ist mein Sack. Du sollst auch nicht runterklettern. Natürlich nicht. Hm? Du musst schon wieder nach einem Walkthrough suchen oder was? Etwas unter den Pfoten. Das halte ich aber für gefährlich. Dieser Köter ist im Weg. Wenn er wach wird, ist alles aus. Okay. Okay, bevor wir die Komplettlösung nachschlagen, gucken wir da drüben nochmal nach. Arraikagroch, Sarbroch, Glarho,
Gerümpel. Da haben wir nix. Oh, roter Felsen. Vielleicht können wir den mal anfassen. Der Felsen färbt ab. Und was soll das helfen? Was genau soll das helfen? Wird doch nicht. Hatte schon be- Das bringt nicht sehr schlecht. Ein roter Felsen. Feuer sollte. Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Aha, jetzt haben wir blutrotes Wasser. Vielleicht können wir das nutzen. Und da mal blutrotes Wasser in den Lücke des Kiefers gießen. Viel sauberer ist das Maul jetzt. Oder auch nicht. Ach Mensch, das Wasser sofort blutrot. Jetzt haben wir rotes Wasser. Was können wir damit machen? Das Wasser rot färben. Frisches Berg. Nein! Prokor Harkulzach! Der Stein färbt das Wasser sofort blutrot. Tja, also. Borokamirik, Charas Brakari, Mirik Sosha, Keshanta, Sazaroy, Vex KR, Zuloch Akori, Trochaika Brazorak. Ja. Boknarak. Borka Aitaika, Norka Taika. Was tun? Jo. Boyash. Vielleicht müssen wir mal mit Nuri wetten, reden. Nuri, sie streiten sich darum, wen Tairach als Made zerquetscht. Aha, sie versteht's also.